Hallo und herzlich willkommen zur Kurzform des Theorieteils zum Betreten des Waldes. Die Kurzform versuche ich wirklich richtig kurz zu halten für diejenigen unter euch, die es eilig haben und einfach nur mal schnell wissen wollen, ja, wie ist denn das mit den wesentlichen Sachen? Und da denen sei gesagt, der Paragraph, der das Betreten des Waldes erlaubt, ist Paragraph 14 Bundeswaldgesetz. Da steht drin, das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist gestattet. Alles Weitere ist für euch jetzt erstmal uninteressant. Grundsätzlich ist es also erlaubt. Die Länder, das steht im zweiten Absatz, regeln die Einzelheiten. Und deswegen muss man jetzt für sein jeweiliges Bundesland das jeweilige Landeswaldgesetz heranziehen, wenn man wissen will, inwiefern das da geregelt ist. Gleichzeitig muss man noch ins Bundesnaturschutzgesetz bzw. Landesnaturschutzgesetz reingucken, wenn man ganz gründlich sein möchte, um zu wissen, ob es da noch irgendwelche zusätzlichen Einschränkungen gibt. Ich sage es euch gleich, die gibt es, die heißen Naturschutzgebiet oder irgendwelche Abstufungen von Naturschutzgebieten, Nationalpark, Naturdenkmal, Biosphärenreservat beispielsweise. Das ist dann da jeweils gesondert geregelt. Ihr könnt euch ungefähr merken, alles, was in irgendeiner Form Naturschutz irgendwas heißt oder Naturschutz irgendwas heißt, außer das Landschaftsschutzgebiet, da dürft ihr den Weg nicht verlassen. Im Landschaftsschutzgebiet teilweise schon, teilweise nicht. Das kommt aufs jeweilige Landschaftsschutzgebiet an. Zurück zum Waldgesetz. Da lautet die Regelung eben, man darf den Wald betreten, aber es gibt folgende Ausnahmen. Nicht betreten werden dürfen gesperrte Wege und Flächen, die in irgendeiner Form ein Schild dran haben, dass da gesperrt ist. Da hat die Forstbehörde gesperrt, dazu hat sie nach diversen Gesetzen das Recht. Gründe muss sie nicht angeben, kann sie. Des Weiteren, Flächen und Wege, in deren Nähe Holz eingeschlagen oder aufbereitet wird, weil das ist für euch selber zu gefährlich, dass ihr da irgendwelche Äste abbekommt. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, das passiert nicht. Doch, da gibt es Umweltstatistiken und Unfallstatistiken, die genau das besagen. Sowas passiert sehr wohl und erstaunlich häufig. Davon abgesehen, für den Waldarbeiter steigt auch das Risiko, weil der muss auf euch Rücksicht nehmen, muss sich selber dann quasi unter Umständen in Gefahr bringen und das ist alles blöd und deshalb habt ihr da nichts zu suchen. Im weiten Umfeld von Forstarbeiten. Die Straßen werden auch großräumig abgesperrt, damit ihr nicht in die Sackgasse lauft. Wäre ja Blödsinn, man geht 2 Kilometer da lang und nach 2 Kilometern kommt das Schild, darfst wieder umdrehen. Das ist ja auch doof. So, des Weiteren, in Baden-Württemberg, der Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Sachsen darf Naturverjüngung nicht betreten werden. Das habe ich euch im Praxisteil schon gezeigt. Das gilt eben nur für diese besagten Bundesländer. In den anderen Bundesländern ist jetzt Naturverjüngung nicht explizit geschützt, solltet ihr aber trotzdem nach Möglichkeit nicht allzu viel drin rumlaufen. Sollte euch der Förster dabei erwischen, hat er jedenfalls das Recht, trotzdem zu meckern, weil er der Förster ist. Es zieht sich durch alle Landeswaldgesetze mehr oder weniger durch. Die Forstbehörde in persona der Förster, wenn es der staatliche Förster ist, spätestens dann, darf eigentlich jederzeit zum Schutz des Waldes veranlassen, dass jemand den Wald verlassen muss, wenn der Förster der Meinung ist, dass das jetzt gerade angemessen ist, weil der ist die zuständige Instanz. Das ist halt eben so, man kann hinterher protestieren, also die Demokratie ist da jetzt nicht außer Kraft gesetzt, hat man schon das Recht, dann sich zu beschweren und unter Umständen kriegt der Förster dann auch enorm Ärger, weil er euch ungeründet aus dem Wald rausgeschmissen hat, aber erstmal darf er es und ihr müsst dem erstmal Folge leisten. Des Weiteren ist es in allen Bundesländern, außer Bayern, aber da wäre ich auch extrem vorsichtig, auch wenn es nicht explizit drinsteht, verboten, Forstkulturen und Anpflanzungen sowie Pflanzgärten zu betreten. Das erkennt ihr, da stehen die jungen Bäumchen in Reihe und Glied. Ich habe euch ja eben auch schon ein Beispiel gezeigt, ein sehr offensichtliches, manchmal ist es nicht ganz so offensichtlich, aber da habt ihr nichts drin zu suchen. Was wollt ihr denn da auch? Irgendwelches Holz zum Schnitzen findet ihr da nicht, was zu essen findet ihr da auch nicht. Was soll das? Das muss ja auch wirklich nicht sein, meiner Meinung nach. Drin übernachten macht auch wenig Sinn. Flächen, auf denen gesät wurde, sollten auch nicht betreten werden. Wirklich, wirklich verboten ist es nur in Nordrhein-Westfalen. Ja. In allen anderen Bundesländern zählt es entweder dazu, der Förster wird euch da schon verscheuchen, wenn er euch da erwischt. Ihr solltet es eigentlich aus vernünftigen Gründen, aus gesundem Menschenverstand sein lassen, sofern ihr überhaupt erkennt, dass da gesät worden ist. Ihr müsst jetzt aber auch nicht unbedingt wahnsinnig super unbedingt detektivmäßig darauf achten, ob da nun gesät wurde oder nicht. Außer in NRW, da schon. Grundsätzlich dürfen in keinem Bundesland forstbetriebliche
oder jagdbetriebliche Einrichtungen betreten werden. Sprich, kein Hochsitz, kein Drückjagdbock, kein keine Futterkrippe in Ländern, in denen Füttern noch erlaubt ist. Nichts dergleichen, da habt ihr überall nichts zu suchen. Das gehört dem jeweiligen Jäger als Privatperson. Wenn man seinen Hochsitz betrifft, gilt das unter Umständen strafrechtlich als Hausfriedensbruch. Unter Umständen. Bei forstlichen Einrichtungen gilt dasselbe. Das ist quasi Betriebsgelände, da habt ihr auch nichts zu suchen. Dann, wenn irgendwo ein Zaun rumsteht, dann könnt ihr sicher sein, dass dieser Zaun da auf einem bestimmten Grund steht. Und dann gibt es irgendeine Regelung, die wahrscheinlich dafür sorgt, dass ihr das Innere des Zauns nicht betreten dürft. In manchen Bundesländern ist es explizit verboten, dass man grundsätzlich nicht das Innere eines Zauns betreten darf. In anderen Bundesländern sind Dinge verboten, die wahrscheinlich im Inneren des Zauns sind. Und damit ist das Risiko bzw. die Chance, dass ihr das Innere eines Zauns betretet, indem ihr euch wirklich aufhalten dürft, ist super, super gering. Und das ist vielleicht bei 1% der deutschen Zäune im Wald überhaupt nur der Fall. Also nicht über den Zaun klettern und da drin habt ihr auch nichts zu suchen in 99% der Fälle. Für den Bushcrafter, der gerne in Gruppen unterwegs ist, ist es noch wichtig zu wissen, dass organisierte Veranstaltungen in den meisten Bundesländern explizit angemeldet werden müssen. Und eine organisierte Veranstaltung ist jede Veranstaltung, für die eine Organisation notwendig war, wenn man es krass auslegen möchte. Ein Kindergeburtstag im Wald muss beispielsweise so gesehen eigentlich schon angemeldet werden. Das ist so im Gesetz in 2 Bundesländern vorgesehen, nämlich in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Dann gibt es so Intermediär-Bundesländer, nämlich sind das Bayern und Hessen. In denen muss eine Veranstaltung dann angemeldet werden, wenn sie nicht ganz klein und schonend und ohne irgendwelchen Schaden anzurichten stattfindet. Das ist quasi nur zutreffend, wenn meinetwegen 3 bis 4, maximal 5 Leute bei einer Tasse Tee im Wald hocken und sich diese Tasse Tee auf einem enorm legalen Feuer zubereitet haben. Alles, was darüber hinausgeht, und diese Personen sollten auch noch leise sein, weil wenn sie laut sind, dann ist es auch schon wieder eine erheblichere Beeinflussung und dann müsste sowas wieder angemeldet werden und ist nicht anmeldungsfrei durchzuführen. Dann gibt es noch den Sonderfall Niedersachsen. Da gilt, öffentliche Veranstaltungen müssen angemeldet werden, alle anderen Veranstaltungen, dazu sagen sie nichts. Öffentliche Veranstaltungen bedeutet, das Teilnehmerfeld ist nicht begrenzt, es kann kommen, wer lustig ist. Beispielsweise, ihr legt Flyer in Berlin aus und sagt, wir treffen uns in 10 Minuten im Wald. Ist natürlich Schwachsinn, aber das wäre jetzt sowas. Da wisst ihr nicht, wer kommt. Zweites Kriterium, was eine öffentliche Veranstaltung nicht hat, aber eine private. Alle anwesenden Teilnehmer haben eine persönliche Beziehung zum Veranstalter. Also sprich, wenn ich euch mit auf Tour nehme, meine Abonnenten, also eine bestimmte Personengruppe, die begrenzt ist und davon 10 persönlich auswähle, mit denen dann ein paar E-Mails hin und her schreibe, dann haben die eine persönliche Beziehung zu mir. Die Personenzahl ist eben begrenzt und das Ganze ist eine private Veranstaltung und keine öffentliche. Letzter Sonderfall dazu, Thüringen, die verbieten nur organisierte Sportveranstaltungen. Nicht-Sportveranstaltungen sind dann wieder eine Grauzone und unter Umständen erlaubt. Grundsätzlich gilt bei all diesen Veranstaltungssachen, sobald da mehrere Personen beteiligt sind, ganz egal, ob das eine öffentliche, eine organisierte oder was auch immer für eine Veranstaltung ist, habt ihr immer eine Beeinflussung des Waldes und sowas müsst ihr immer vorher anmelden. Also ab 10 Personen wird's spannend. Das ist meiner Meinung nach, aber das ist nur meine Meinung, das muss nicht unbedingt ausschlaggebend sein, so die absolute Obergrenze, was man noch dabei haben darf, ohne den Wald maßgeblich zu beeinflussen. So, das waren die Betretungsbeschränkungen, die sich aus den Waldgesetzen ergeben, den jeweiligen Landeswaldgesetzen. Und jetzt gibt es noch eine Betretungsbeschränkung. Eine große eigentlich, die sich aus dem Bundesjagdgesetz ergibt, denn da steht drin, ich blende es euch hier ein, dann muss ich es nicht vorlesen, sinngemäß, man darf das Wild nicht an seinem Rückzugswohnort
und sonstigen Schutzgebieten, wo es sich sicher fühlt, aufsuchen und belästigen, sprich stören. Ist Wurst, womit man das tut, fotografieren, Stein reinschmeißen, mit dem Speer hinterher rennen, völlig egal. Oder halt einfach nur hingehen, Anwesenheit reicht schon. Das heißt, dieses Gesetz beschränkt quasi das Betreten des Waldes auf Flächen, an denen sich kein Wild verstecken kann. Es sollte also ein gut einsehbarer Wald sein und ihr habt ja im ersten Teil dieses Videos auch die Beispiele gesehen. Wenn es da kein Versteck für Wild gibt, und man kann nicht von euch verlangen, dass ihr von vornherein auf 20 Meter Entfernung erkennt, ob da ein Fuchsbau ist oder nicht. Das kann man nicht verlangen, deshalb dürft ihr dann da trotzdem rumlaufen. Sofern das gegeben ist, schön einsehbar, kein offensichtlich erkennbares mögliches Wildversteck vorhanden, das darf betreten werden. Flächen mit offensichtlich möglichen Wildbeständen, Wildverstecken, die dürfen nicht betreten werden. Wenn ihr irgendwo ein Vogelnest auf dem Baum seht, dann dürft ihr da auch nicht hochklettern. Ich weiß zwar nicht, wer sowas machen würde, aber theoretisch wäre das dann im Rahmen dieses Gesetzes auch verboten. Damit habe ich das Fazit ja quasi schon abgegeben. Alle Flächen, die nicht eng bestockt sind quasi, wo nicht wenig Platz ist, wo viel Platz ist, wo nichts auf dem Boden ist, was man kaputt trampeln könnte, insbesondere in den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, da darf der Wald betreten werden. Und dann noch eine letzte wichtige Ausnahme, die ist nämlich Schleswig-Holstein. Da darf man den Wald nur tags betreten, nachts nicht, beziehungsweise nur auf Wegen, man darf vom Weg nicht runter. Ich denke, das war die Kurzform aller wesentlichen Regelungen zum Betreten des Waldes. Wenn ihr euch die Langform auch noch angucken wollt, die lade ich dann demnächst auch noch hoch. Macht's gut!